Hallo Leute und herzlich willkommen bei LARS, wunderbare Welt der Geschichte. Wenn euch dieses Video gefällt, dann lasst am Ende gerne einen Daumen hoch und ein Abo da. Alles hilft meinem Kanal weiter. Und jetzt geht's los mit dem Video. Der Berg Baekdusan und der Dangun-Mythos. Die Erzählung von Dangun ist der Gründungsmythos Koreas. Dangun soll der Sohn einer Gottheit und der Gründer des Königreichs Gojoseon, das heißt erstes Joseon, gewesen sein. Von 1948 bis 1961 wurde die Gründung des Königreichs Gojoseon in Südkorea als Ausgangspunkt des offiziellen staatlichen Kalenders verwendet. Dazu wurde das angenommene Gründungsjahr 2333 v. Chr. Zum westlichen Kalenderjahr hinzuaddiert. Die Briefmarke auf der linken Seite stammt folglich nach europäischer Zeitrechnung aus dem Jahr 1956. Hier. Habt ihr vielleicht eine Idee, warum diese Regel nur von 1948 bis 1961 galt? Schreibt eure Antworten gerne in die Kommentare. In beiden koreanischen Staaten gilt der 3. Oktober als Gedenktag des mythischen Gründers Dangun und wird unter dem Namen Gaechanjeol begangen. In Nordkorea wird eine Zeremonie am rekonstruierten Mausoleum Danguns abgehalten. In Südkorea ist der Tag ein allgemeiner Feiertag. Die älteste Überlieferung des Mythos ist in der Textsammlung Samguk Yusa, das heißt Legenden der drei Königreiche, aus dem 13. Jahrhundert zu finden. Von einigen neuen religiösen Bewegungen, wie dem Chondogyo, das heißt Glaube des himmlischen Weges, wird der Mythos nicht als Legende, sondern als Tatsache betrachtet. Chondogyo ist übrigens die einzige Religion, die in Nordkorea nicht verboten ist. Die Geschichte von Dangun beginnt mit seinem Großvater Hanulnim. Hanulnim heißt so viel wie himmlischer Herrscher. Hanulnim war eine Gottheit, und Hanulnim hatte einen Sohn. Dieser Sohn hieß Hwanung. Hier sehen wir eine Animation von Hwanung aus dem Programm des Fernsehsenders EBS. Hwanung bat seinen Vater Hanulnim, dass er auf die Erde herabsteigen darf, um sich dort umzusehen. Als Hwanung auf die Erde hinabstieg, hier in einer anderen Animation, traf er auf einen Bären und einen Tiger, die ihn baten, sie in Menschen zu verwandeln. Hwanung befahl ihnen, sich in eine Höhle zurückzuziehen und dort 100 Tage lang nur Beifuß und Knoblauch zu essen. Der Tiger jedoch verließ schon nach wenigen Tagen die Höhle, weil er es nicht mehr aushielt, sich nur von Beifuß und Knoblauch zu ernähren. Der Bär jedoch blieb standhaft und ernährte sich bis zum Schluss von Beifuß und Knoblauch. Hier sehen wir nochmal ein anderes Bild von diesem Bären. Als der Bär dann die Höhle wieder verließ, weil der ganze Beifuß und Knoblauch verbraucht war, verwandelte sich der Bär in eine Frau. Hwanung, der sehr beeindruckt von der Ausdauer des Bären gewesen war, nannte die Frau Ungnyo. Ungnyo heißt Bärfrau und heiratete sie. Ungnyo und Hwanung hatten dann einen Sohn und dieser Sohn war Dangun Hwanggeom, der erste König des Königreichs Gojoseon. Der Berg Baekdusan. Der Schauplatz des Dangun-Mythos, also der Ort, an dem Hwanung aus dem Himmel hinabstieg, um sich auf der Erde umzusehen, ist der Berg Baekdusan, welcher im Samguk-Yusa noch Taebaek-san genannt wurde. Aufgrund dessen hat er für Korea eine hohe symbolische Bedeutung, ebenso wie für bestimmte Völker in China,
die aus der Mandschurei stammen und früher nördlich des Berges siedelten. Hier rechts sehen wir auf der Karte die Position des Baekdusan, ziemlich weit im Nordosten Nordkoreas, an der Grenze zu China. Die Kim-Familie und der Baekdusan. Der Baekdusan ist fester Teil des Personenkults in Nordkorea um Kim Il-sung und Kim Jong-il und ist im nordkoreanischen Wappen abgebildet. Das sieht man hier. Hier sind Ähren. Hier ist der fünfzackige rote Stern, also ganz klassische Heraldik des Kommunismus. Hier unten ist ein Wasserkraftwerk mit angeschlossener Stromleitung abgebildet. Und hier auf dem Bild sieht man dann im Zentrum den Baekdusan. Und hier unten ist noch auf der Banderole der Name der Volksrepublik Korea, der Demokratischen Volksrepublik Korea aufgeschrieben, nämlich Joseon Minjujuhi Inmin Konghaguk. Das heißt also Koreanische Demokratische Volksrepublik. Der Erzählung nach führte Kim Il-sung vom Baekdusan aus den Widerstand gegen Japan an. Hier soll auch Kim Jong-il zur Welt gekommen sein, dessen angebliches Geburtshaus in der Nähe des Berges rekonstruiert wurde. Historisch wahrscheinlicher ist jedoch, dass er, also Kim Jong-il, in der UdSSR geboren wurde. Der Baekdusan ist ein aktiver Vulkan, weswegen sich weltweit Geologinnen für ihn interessieren. Der Chonji, das heißt Himmelssee, ist ein beliebtes Reiseziel. Die chinesische Seite seines Ufers wird von der Regierung als Naturwunder der höchsten Kategorie eingestuft. Da eine Einreise nach Nordkorea für sie nicht möglich ist, nutzen südkoreanische TouristInnen diese Seite, also die chinesische Seite, um den Berg zu besuchen. Durch den Chonji-See verläuft ein Abschnitt der chinesisch-koreanischen Grenze. Bis ins 19. Jahrhundert hatte Korea den ganzen Berg als sein Eigentum betrachtet. Im Jando-Vertrag von 1909 hatte jedoch Japan die Gegend nordwestlich des Berges China zugesprochen und der Berg wurde zwischen der neuen Kolonialmacht Japan und China aufgeteilt. Nach der Unabhängigkeit Nordkoreas berief sich China auf den Vertrag, sodass beide Seiten seitdem je eine Hälfte des Sees verwalten. Das sieht man hier. Hier ist die Grenze, die durch den See verläuft. Hier ist der Baekdusan. Also das alles hier herum ist der Baekdusan. Hier ist der See. Und hier verläuft die nordkoreanisch-chinesische Grenze.